Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Creative Server. Wir fahren mal kurz nochmal nach Hause und holen uns mal ein bisschen Regenbogenrohr. Und dann. Aber kurz, wie war das hier mit Kuhne? Einzelblock, drei Blöcke tief, drei Blöcke breit, hoch. Ja, 2x2 hat das Ding leider nicht. Schade eigentlich. Der Modus fehlt irgendwie noch. Ist immer alles drei. Das ist natürlich schade. Weil gut, 3x3 ist auch nicht so schlimm. Genau. Gut, dann wenn wir dann zu Hause sind, kann ich das Ding gleich mal nochmal ein bisschen bei uns in die Ladestation schmeißen. Guck mal, das ist schon mal. Das ist unser Town. Unser kleines Dorf. Volle Dorftrottel alle hier. So. Und ich lebe da hinten in meiner Residenz. Letzten Iglo ist größer als das Ding. Oder als die Dinger. Aber dafür sehen sie schön aus. Hat irgendwie was von so einem Dorf, von so Ureinwohnern, ne? So mittelalterliche Menschen oder sowas. Die hatten ja nicht viel Hab und Gut. Für den hat so eine Hütte vollkommen ausgereicht. War wenigstens leichter zu heizen als ein Riesenhaus. Das da. Von daher hat natürlich auch schon Vorteile. So, gehen wir mal hier irgendwo an Land. So. Wäre natürlich geil, wenn wir da hinten eine Residenz bauen wollen. Dann bräuchten wir da ja auch eine Art Technik-Mod, zumindest eine, womit wir unsere Geräte aufladen können. Ne? Das wäre ja dann eigentlich schon ganz sinnvoll. So, Ringbogen. Da haben wir hier eine Schippe. Weißt du was, wir packen gleich mal direkt die Steine weg, wobei die paar Steine brauchen wir jetzt gleich, weil ich will dann noch mal ein bisschen ausbessern. Warte mal kurz, warte, 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 warte. Jetzt muss ich überlegen. Halt, stopp. Halt, stopp, jetzt rede ich. Weißt du was, wir machen es nochmal schön hier. Ihr da rein. Ihr da rein, die da rein. Das Schöne ist, bei Elektro kannst du halt keine Energie verschwenden. Du kannst halt machen, so viel wie du möchtest. Juckt halt keinem. Und wir brauchen gerade mal 2500. Wir kriegen diese Anlage, andersrum, wir kriegen unsere Solarzellen halt nie wieder ausgelastet. Die einzige Sache, wofür wir noch diese Batterien hier brauchen, ist, um andere Geräte zu laden, so wie das Ding jetzt hier. Oder halt, wenn Flaute ist, oder halt Nacht ist und die Solarzellen keine Energie mehr liefern. Aber ansonsten reichen die Solarzellen jetzt einfach für alles. Einfach alles. So, du kannst mal zu hier. Du auch. So, wir haben ein bisschen Erde. Was wir auf jeden Fall noch mitnehmen wollen, ist Holz. Da nehmen wir mal ein bisschen mehr mit. So, das heißt, euch nehmen wir direkt mal nochmal mit. Dann nehmen wir nochmal hier ein paar Stöcker mit. Hatten wir nicht irgendwo ganz viele Stöcker gehabt? Muss ich mal gucken. Hatten wir unten irgendwo ganz viele Stöcker? Warte mal kurz, weißt du was? Du kannst auch gleich mal rein. Da so. Da so. So, hatten wir nicht irgendwo ganz viele Stöcker? Hier wahrscheinlich nicht. Genau, hier nicht. Müssen also eher auf der anderen Seite sein. Aber mir war so, als wenn wir Milliarden von Stöckern gehabt hatten. Wo waren die denn? Oder haben wir die mittlerweile aufgebraucht? Hier haben wir keine Stöcker. Hier haben wir keine Stöcker. Hier sind gar keine Stöcker. Da ist auch alles leer. Ja, da haben wir die echt aufgebraucht mittlerweile. Na gut, dann nehmen wir halt die mit, die wir hier so haben. So, die nehmen wir mit. Oh, guck mal, wir haben sie jetzt sogar Leitern. Lol. Da können wir ja direkt die mitnehmen. Ha! Ein Stack lassen wir mal hier. Die nehmen wir noch mit. Dann haben wir immer ein Stack parat. So. Alter, wir haben so viele Saplings, ey. Kann man mit den Saplings irgendwas machen, abgesehen von in der Kiste liegen lassen?
Ja, man kann damit ein bisschen was basteln. Man kann daraus, ach ja, man kann daraus direkt Glue machen. Oh, und Stecker. Cool. Das heißt, wir haben sowohl was Kleber als auch was Stecker angeht. Definitiv kein Mangel, weil alleine die Dinger können wir alle wegschmeißen. Von denen werden wir auf jeden Fall nicht mehr so viele brauchen. Ja, ich meine, hier kann man reden. Na, jeweils ein Stack kann man natürlich aufheben, klar. Aber hier die über 400, die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Also die 300 können auf jeden Fall weg. Das heißt, da können wir da später irgendwann Glut draus machen oder halt Stöcker. Ja, ist halt heftig. So. Tja, die Frage ist, wollen wir jetzt drüben gleich eine Residenz bauen? Wenn ja, dann bräuchten wir ja ein bisschen Baumaterialien. Das heißt, wir nehmen mal hier ein paar Kisten mit. Wir nehmen mit. Dschungelholz finden wir dort genug. Das heißt, Holz brauche ich nicht mitnehmen, aber mal die Tür können wir zum Beispiel mehr mitnehmen. So, hiervon brauchen wir eigentlich gar nichts. Andererseits, die solche Dinger hier wären eigentlich schon ganz witzig, ne? Haben wir immer ein bisschen bunte Bären. Wäre eigentlich auch ganz liebreizend. Alter, wie viel Ölextrakt wir haben. Ach du Scheiße, die waren da. Boah, Alter. Das nicht gut. So, hiervon wollen wir gar nichts mitnehmen. Hier könnten wir was mitnehmen für das Haus. Aber ich wüsste gerade nicht, was. Also, auf jeden Fall mitnehmen wollten, war das hier. Ah, sag mal, die Hälfte reicht erstmal. Okay, gut. So, und dann brauchen wir noch auf jeden Fall, ach, genau, halt. Haben wir hier noch einen Ofen? Ja, wir haben noch 6 Öfen. Da nehmen wir mal 3 mit. Wir mal alle mit. Und dann nehmen wir mal ein bisschen Brennmaterial mit. Frage ist, was ist alles? Kann man das so machen? Nee. Wo kann man gucken, was man verbrennen kann? Ah, so geht's. Okay. Also, Buschblätter können wir machen. Boah, wie viel Zeug man verbrennen kann. Klar, man kann die Melone verbrennen. Logisch. Wer kennt's nicht? Ananascheiben, Alter, da ist so viel Wasser drin, wie soll das brennen? Das funktioniert doch gar nicht. Aber wenn du das Ding austrocknen lässt, dann bleibt halt nichts mehr übrig, was da irgendwie brennen könnte. Wenn du aus einer Melone oder einer Ananas die Wasser rauslässt, hast du vielleicht noch so ein Atom übrig. Ein so ein Kohlenstoffatom. Und das war's. Das ist halt außer Wasser nix. Eieiei. Ja, aber wir hier sind diverse Blätter, die können allesamt brennen. Sehr geil. Cool. Cool. Das heißt, wir nehmen einfach mal hier ein paar Blätter mit. Apfelbaumblätter lassen wir mal da, aber das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ehrlich gesagt, nö, komm. Wir haben so viel Scheiß, das hier zum Beispiel können wir verbrennen. Das interessiert keine Sau. Wir haben so viel Gras, das können wir verbrennen. Das ist auch keine Sau. Ist die Frage, kann davon überhaupt irgendwas brennen? So, hier haben wir ein paar Dinger drin. Die lassen wir erstmal da. Ja, das können wir verbrennen. Das können wir verbrennen. Das können wir verbrennen. Genau. Weil eben Sachen, die nämlich nicht brennbar sind, schmeißen nämlich automatisch wieder raus. Das heißt, die Sachen können alle brennen. Das ist gut zu wissen. Gut, das heißt, da haben wir erstmal genug Brennstoff. Sehr geil. Jutchen, dann klauen wir mal unsere Werkzeuge. Müsste mittlerweile voll sein. Oh, unser Inventar ist auch voll. Das ist nicht gut. Wohin mit den Steinen? Wir haben so viele Steine. Weißt du was? Das hier brauchen wir gerade nicht. Das heißt,
Wir können da erstmal ein bisschen was reinschmeißen. Ungefähr so. So, danke. 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 Also geil mit den Öfen hier. Holy shit, ist das geil. So, na dann. Auf in neue, es wird schon wieder dunkel. So, wir haben geschlafen. Perfekt. Auf in neue Gefilde. Ich überlege gerade, ob wir hiervon ein paar Saplings mitnehmen sollen. Das wäre halt krass genial. Oh, ja, ich muss noch mal was essen, by the way. Nicht mehr sprinten kann ich. Doink. Die waren... Haben wir keine Bush-Saplings? Nani? Wait a second. Als ob wir keine Bush-Saplings haben. Da haben wir bloß die Bären. Hä? Als ob wir keine Bush-Saplings haben. Alter, laber doch nicht. Ich kenne doch meine Crib. Gar nicht sein. Ach, hier aber welche. Warum hier? Armer Nackholm. Ja, sonst haben wir hier keine. Okay. Also die kommen erstmal direkt nach hier. Einen nehmen wir mit und Respekt auf. Das klingt gut. Und dieses eine Sapling können wir dann vor Ort ein bisschen vermehren. Das sollte ja kein Problem sein. So, ab ins Wasser. Dupti Daisy. Gut. Bye bye, du schöne Welt. Wir werden dich vermissen. Naja, also wir müssen ja eh noch, also noch ein paar Mal dahin, weil erstens ist das ja bloß ein kleines Ding zum Abbauen. Das heißt, also unsere Hauptwohnung ist immer noch das Ding. Und wir müssen jetzt hier auch noch ein paar Mal hin zum Aufladen unserer Werkzeuge. Also das Häuschen da hinten ist erstmal nur so als Zierde, weil ich die Idee schön finde. So. Da ist die kleine Insel. Wir müssen noch eins weiter. Und dann werden wir das Loch nochmal flicken mit den ganzen Cleanstone, die ich gerade gebrannt habe. Sodass das Loch nur noch 3x3 groß ist. Weil 4x4 ist einfach definitiv too much. Da würde ich mal gerne hingehen. Mal gucken, was da hinten ist. So. Aber wie es aussieht, ist hinten eine Kiste drauf. Hoffentlich hat der Typ keine Ahnung gehabt und es ist keine abgeschlossene Kiste. Dann können wir sie einfach plündern. So, da sind wir. Dann würde ich mal sagen, ich gehe mal in den Flugmodus. In den schnellen Modus. Haben wir gar nicht. Oh, traurig. Haben wir hier ein Loch? Ja, da ist ein Loch. Oh, ja, schon tief. Egal. Denn wir gehen mal hier bis zu diesem Meer. So, klingt gut. Machen wir hier mal Area Position 1. Dann protecten wir nämlich mal diesen Ort hier erstmal. Die Frage ist nur, bis wohin. Hier ist das Loch.
Hier kommt unsere Hütte hin. Das heißt, es wäre vielleicht günstig, da bis zu dem Hügel da. Kommen wir überhaupt drauf? Da? Nee, nicht wirklich. Als ob wir nirgendwo raufkommen. Ammonackholm. Boah, meine Kletterskills sind ein bisschen eingerostet, Leute. Ich weiß nicht, ob ich dieses Parcours hier schaffe. Ja, und hier ist auch schon auf. Nee, das wird nichts. Hier ist gar nichts. Hier kommen wir nirgendwo rauf. Na gut, dann müssen wir hier ein bisschen abbauen. Sorry. Sorry. Schon sieht alles hässlich aus. So, habe ich den anderen Stein abgebaut? Den würde ich auch gerne wieder aufbauen. Was war denn das? Keine Ahnung. Nein! Verdammt! Müsste der gewesen sein, ne? Für hier ist nur einer. So. Seht ihr normalerweise mal zwei. So, jawohl. Ich bin King. Warum die ganze Affe-Ding? So. Aber weißt du was, connect mich. Warum ist da so ein Loch? Das sieht da aber aus, wie als wenn hier was explodiert wäre. Ist genau 3x3. Als wenn hier genau an der Position, wo ich jetzt gerade bin, hier was explodiert wäre. Das sieht schon interessant aus. So, bis hier machen wir das Ding. Ich glaube, so große Gebiete können wir. So, Area Position 2. Protect. Wie auch immer wir das Ding nennen. Denke nach. Ja. Warum funktionieren hier die Umlaute? Kann es sein? Okay, ich muss nachher mal was probieren. Aber gut, erstmal hier. Wie wollen das Ding nennen? Dann nennen wir einfach Mine. Was hab ich denn für Privilegien? Oh, ich habe gar nicht Area High Limit. Oder wie das Ding heißt. Verdammt. Grant me Areas High Limit. War das das? Jetzt. Yay! Wupp, wupp. Sounds of the Police. Dö. Dö. Let's go. Oh, ich hab nichts passiert. So, jetzt können wir dann nur unser Haus bauen. Ohne dass irgendjemand auf die dumme Idee kommt, das Ding abzubauen. So, da war das Loch. Das heißt, hier bauen wir hier direkt daneben. Hier so oder auf diesem Plateau? Ich glaube mal eher so. Nee, doch, direkt hier so. So. Die Frage ist, wie bauen wir das Haus? Weil hier ist ja schon Zuckersand, das heißt, es müsste schon etwas befestigt sein. Wir können natürlich auch ein Haus auf Stelzen bauen, wobei das macht man eher bei Moorgebieten, also da wo Wasser ist und nicht wo Zuckersand ist. Andererseits können wir hier natürlich auch auf Stelzen bauen.
That's a good question. Ich stelle aber am besten erstmal hier oben so die Kisten hin, so. Bumm, 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 bumm. So. Können wir nämlich hier erstmal ein bisschen Scheiß ablagern. Achso, siehst du? Die können wir. Komm, die packe ich weg. Da darf ich nämlich die wieder rein. So. So. Und dann reparieren wir erstmal das Haus hier. Ne, mit dem Cobblestone finde ich actually ganz gut. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Cobblestone für die Umrandung hier oben. So, was haben wir jetzt eigentlich dabei? Ich glaube, wir nehmen noch eine Spitzhacke mit, sicher. So. So, und jetzt heißt es einmal. Wow. Ach, oh, freue ich mich auf diesen Job. Kann sich nur um Jahre handeln. Aber wobei, geht ja relativ schnell. Aua. Geht ja wirklich voll schnell. Ich dachte, wir brauchen jetzt zum Aufbau wieder für so 10 Minuten oder so, aber nö. Dort geht ja ratzfatz. Oh, Höhlenbauer. Das Bild einfach. So. Schön, wie immer hier der Untergrund dabei aufblitzt. So, mal lieber Leiter benutzen. Sonst dürfte der Aufschlag-Damage relativ hoch sein. Das wollen wir ja nicht. So, da haben wir sogar noch ein bisschen Cleanstone Reserve für den Fall, dass wir irgendwas noch bauen wollen aus Cleanstone. Zum Beispiel können wir bei dem kleinen Häuschen das Fundament aus Stonebricks bauen. Da brauchen wir auch Cleanstone für, ne? Wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. So. Ist die Spitzhacke? Da. Einmal schwupp, einmal schwupp. So, und jetzt machen wir erstmal ihre Paletten ran. Und jetzt. Perfekt. So, und hier kommt dieser Cobblestone hin. Hoffentlich reicht davon eine Menge aus. Yeah. Ist es richtig, dass da ein Reif fehlt? Ja, doch, müsste richtig sein. Hilfe. Ups, jetzt bin ich gefangen. Let's go. So, und hier kommt einfach wieder Sand rein. Perfekt. Tada! Ja, schon sieht das Ding. Ja, so sieht es viel besser aus. 3x3 reicht. 3x3 reicht vollkommen aus. Ja, so ist gut. Okay, let's go. So. Jetzt würde ich mal sagen, wir bauen aus unserem Cleanstone erstmal ein paar Stonebricks. So, 36 sollten erstmal reichen. So, 36. Das heißt, wir können unser Haus 10x10 bauen. Gut. Jetzt haben wir natürlich hier eine ungerade Zahl. Das heißt, das Haus mittig zu bauen. Außerdem ist ein Haus mit einer geraden Anzahl auch sowieso hässlich. Das heißt, ich baue das Haus nur 9x9.
Jetzt bin ich raus. 1, 2, nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ist die Grenze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grenze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. Außenmesser 9x9 und innen haben wir 7x7. Passt doch. So, jetzt können wir nämlich actually. Können wir gar nicht. Verdammt. Doch, müsste gehen. Wenn ich jetzt das hier klaue. Und noch ein Klaue. Dann haben wir 6. Mit den 6 können wir jetzt die Treppen bauen. Dann haben wir 8 Treppen. Und aus 2 Treppen. Aus 4 Treppen, genau. Können wir wieder 3 Blöcke bauen. Boah, Alter. So, das heißt, wir können jetzt wieder ein paar hinsetzen. Und konnten trotzdem Treppen bauen. Ist das nicht IQ 5 Milliarden? Nicey-dicey. Gefällt mir. So. Jetzt machen wir das hier noch weg. Das sieht ein bisschen hässlich aus. So, da ist ein bisschen Lücke. So, und hier, das ist jetzt das Grundhaus. Und ich weiß noch nicht genau. Warte kurz, wir brauchen auf jeden Fall. Wir brauchen auf dem. Wir haben keine Axt mitgenommen. Gut. Scheiß drauf, dann bauen wir zum Beispiel eine. Ich würde nämlich gerne erstmal ein paar Dschungelbäume abbauen. Oh, du Adi ist im Spielberg getreten. Hi. Guck mal, was ist das hier? Oh, cool. So, moins. Jo, dann bauen wir mal hinten den Baum ab. Guck mal, gucken, was da ist. Ja, das, genau, das ist eine Kiste. Mal gucken, ob. Ah, nee, ist ein Ofen. Ist gar keine Kiste. Mal gucken, ob das geschütztes Gebiet ist. Oh, hier sind sogar. Ah, oh, ja, ist geschütztes Gebiet. Schade. Oh, hier brennt es sogar. Kriegen wir Schaden? Schon mal nicht. Na gut. Also vielleicht wollen wir auch eine Rüstung anhaben. Kann sein. Ja, keine Kisten. Schade eigentlich. Gut, dann müssen wir da hinten ein paar Bäume abschlagen. Da haben wir leider keinen Dschungelbaum. Holz, Gedingsgedöns. Aber egal. Dschungelholz fällt mir gerade ein, sieht sowieso hässlich aus. Was will ich mit Dschungelholz? Nee, wir nehmen einfach das hier. Haben wir es nachts gebaut? Nö, dann her damit. Die bauen wir ab und die bauen wir ab. So. So, brauchen wir noch? Oder auch nicht? So. Haben wir denn Saplings bekommen? Ja, 2 Stück. Also kommt da einer hin und hier einer hin. Ne, Wald immer wieder aufforsten. Ganz wichtig. So, wir haben hoffentlich genug Holz. 24, das ist nicht genug. Scheiß jemand an. Gut, dann bauen wir den Baum, den Einzelbling, den wir noch haben, also am besten bei uns hin. Ja. In Hoffnung, dass die Bäume auch so schön groß werden. Achso, ich habe schon wieder keine. Ah, fuck, ich habe keine Nahrung dabei. Ah, Mist. Jetzt müssen wir nach Hause laufen. Sprinten können wir nicht mehr. Sad life. Was ist eigentlich mit meiner Kamera los, Alter? Es ist draußen genau so hell, dass die Kamera hier anfängt wie mit diesem Flimmermodus. Ah. Ne, weil die Kamera regelt ja ihre Exposure Time nach der Helligkeit der Scene. Und wenn die Scene genau so hell ist, dass die Exposure Time genau in das Feld passt, dass es halt bei dieser Bildfrequenz anfängt zu flimmern, hat man eine Arschkarte. Ja, wenn es ein bisschen heller wäre, wäre die Exposure Time kürzer, es würde nicht mehr flimmern. Und wenn es ein bisschen dunkler wäre, wäre die Exposure Time ein bisschen länger und es würde auch nicht flimmern. Aber jetzt flimmert's. Hast du schon geflimmert? Scheiß jemand an. So, essen. Wir need Hunger. So, dann können wir, by the way, auch gleich mal hier die Dinger einpflanzen. Das hier. Okay, da haben wir nur einen. Hier hinten haben wir grüne Fläche. Das heißt, ich würde tatsächlich mal gucken, haben wir hier einigermaßen einen Ort, wo wir etwas mehr ebene Fläche haben. Hier zum Beispiel. Das ist aber ganz schön weit weg von unserem Haus.
Bin gerade dabei, dabei zu überlegen, da bräuchte man aber erstmal ganz viel Erde für, verdammt. Ob wir diese kleine Insel da mit Erde bestücken sollten. Ah, verdammt. Okay, wie viel? Wir haben eine dezente Menge an Zuckersand haben wir. Dann würde ich mal sagen, wir klauen mal hier irgendwo, zum Beispiel da vorne, ein bisschen Erde und tauschen die gegen Zuckersand aus. Hier zum Beispiel. Na, das würde niemandem auffallen, es würde gut aussehen und dann hätten wir ganz viel Erde und weniger Zuckersand, die wir nicht brauchen. Von daher, let's go. Lass mich raus, mein Arzt. Gut, ich mach's alles. Haben wir auch gleich noch mehr Brennmaterial. Was? Her damit. Hier ist ja Wasser. Ah, diese Regenbogenschippe ist schon echt geil. So, einmal hier. So, und jetzt müssen wir nur noch die Fläche hier wieder ausfüllen mit Sand. Hallo? Bin ich schon wieder voll? Verdammt! Na. Mal gucken, ob der Sand reicht. Denn leider können wir hier keine Hohllöcher lassen, so wie hier, weil das dann ja wieder runterfällt, ne? Bisschen problematisch. Und der Sand reicht definitiv nicht. Wir haben gerade mal noch 20. Jetzt blickt man nur so ein heißes Schaf hier ins Ohr. Was ist denn hier los? Armer Nackholm. Warte mal hin. Nochmal. Klatsch dir gleich. So, ja, das war's mit dem Sand. Lol. Können wir da irgendwo ein bisschen was klauen? Irgendwo, wo es nicht auffällt. Hier zum Beispiel. Hier ist sowieso ungeschütztes Gebiet. Wie es hier aussieht, ist mir völlig egal. Wird früher oder später eh wahrscheinlich verunstaltet. So, jetzt ist noch einigermaßen natürlich aus hier. Betonung auf einigermaßen. So, und hier bei uns im Schützengebiet sieht wieder alles wunderbar schön aus. Und es fällt niemandem auf, dass hier jemals Erde war. Ist das nicht genial? Ist doch krass. Achso, unser Inventar ist ja immer noch voll. Verdammt. So. Das ist doch geil. So, und wir können jetzt bei uns noch ein bisschen Erde hinbauen. Hier auf die Fläche quasi. Und haben da eine schöne Fläche, wo wir Sachen anbauen können. So, wir haben 85 mal Erde. 85 mal ist natürlich eine hässliche Zahl. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel. Alter, hier ist ja alles Sand, wenn sie gar nicht so in die Fläche geht. So, hier haben wir ungefähr so 1, 2, na, ich sag mal, 2 Ranzen schon gerne lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann wäre das mal 8, ne? Könnte man erstmal machen. Hier geht es bis da hinten hin. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir hier an der Stelle an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das würde passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, passt nicht. Verdammt. Voll verkackt.
Dankeschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier kommt wieder Erde hin. Dort sieht doch gut aus. Ja, machen wir jetzt eine schöne kleine Fläche. Und da würde ich mal sagen, let's go. Verdammt! Alter, wie schnell das geht, ey. Heilige Scheiße. Es ist schon echt hardcore, wie schnell so eine Schippe ist. So. Dabei fällt mir einfach noch ein kleines Loch für Wasser, ne? Wassereimer habe ich ja mitgenommen. Habe ich gerade einen Zug gehört? Oder ein Tier? Ah. So, müssen wir überlegen. Wasser geht, glaube ich, immer 3x3, ne? Das heißt, wir bräuchten hier... Hier... Ah, scheiße, mal dann. Hallo? Fall doch mal rein. Danke. Zu blöd, um in ein Loch zu fallen. Was ist denn hier los? So, 3 und dann 3. Wait, what? Oh, hier ist falsch. Ja, klar. Macht doch Sinn. Ist ja... Ah. So. Und dann jetzt noch... 1, 2, 3. Genau, jetzt müssen zwei Lücke sein. Genau, das passt. Dankeschön. So, brauchen wir schon mal Wasser. Wassereimer haben wir mitgenommen. Intelligenterweise. Danke, danke. Weg damit. Weg damit, weg mit dem ganzen Scheiß. Braucht alles keine Sau. So. Ich weiß, eigentlich brauchen wir aktuell noch kein Wasser, weil wir wollen ja, erstmal noch keine Beete hinbauen. Sondern erstmal nur Bäume und Sträucher und die brauchen beide kein Wasser. Aber ich will trotzdem einfach Wasser drin haben für den Fall, dass wenn wir später da irgendwas bauen. Eigentlich sollte ich das Ding doch gleich 4x4 bauen. Also 4 in die Breite. Ach komm, ganz ehrlich, komm hier. So. Dann haben wir hier nämlich gleich unendliches Wasser. Klappt das so? Ja. Das war zu schnell. Perfekt. So, mal hier erstmal danke. Bye bye. Mal auf immer wiedersehen. Der Sandklumpen, du. So, und jetzt können wir nämlich hier später auch, wenn wir denn den Bedarf haben, auch Sachen drauf bauen. So, zuallererst brauchen wir aber das Ding und das Ding. Das ist also erstmal das Wichtigste. So, bopp. Und den Baum bauen wir hier hin. So ungefähr. Okay. So, das heißt... Was haben wir an Holz? Bei gar nichts. Die Frage ist, aus welchem Material will ich hier den Boden machen? Wie sieht Compressed... Kann man daraus nicht Sand machen? Stein? Doch, fertig. Achso, wir müssen ja da Sandstein drauf machen. Ich schon wieder. Das brauchen wir. So, ah. Verdammt.
Ja. Den müssen wir einmal kompressen. Was ist das denn hier? Sandstein, Schornsteinaufsatz. Lol. Darf das hier dann auch richtig? Wäre super süß. Okay. Verdammt. Ganz ehrlich, lassen wir erstmal so. Vielleicht haben wir später noch mal was. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter mit unserem Tunnelbohren bauen. Das machen wir jetzt mal hier alles leer und dann geht es in der nächsten Folge direkt weiter mit den beiden. Achso, den Eimer könnte ich auch noch mal auffüllen. Ach, ganz ehrlich, können wir noch später machen. So, hier kommt dann unser Haus hin und so, Leiter brauchen wir auch noch, ganz wichtig. Danke, danke, danke. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie weit wir mit einem Schub von den beiden Werkzeugen kommen. Das wird interessant. Ja, gut. Dann bis zur nächsten Folge. Ja, bis dann.